Und hiermit herzlich willkommen zu einer weiteren bätastischen Folge hier in Gotham Knights mit mir, Gaming Tayo. In der letzten Folge haben wir mit Batgirl ein paar random Missionen in der Open World gemacht. Und ich würde sagen, leider, dass wir... Leider konnten die Regulators mit vielen vertraulichen Daten entkommen. Mist. Wer weiß, was sie sich gekrallt haben. Ich behalte die üblichen Schwarzmärkte im Blick, nur für den Fall. Danke, Alfred. Also, auf jeden Fall würde ich sagen, dass wir diese Folge etwas gezielter vorgehen. Als erstes würde ich versuchen, Mr. Freeze hinter Gitter zu bedingen. Denn wir müssen nur noch, um das zu schaffen, ein Verbrechen der Regulator stoppen. Und, weil wir ja vor zwei Folgen zu Batgirl gewechselt sind, nachdem wir Jason Todd und... Nightwing eben gespielt haben. Mir fällt gerade sein Name nicht ein. Ich hätte wissen müssen, dass Freeze wieder auftaucht. Der Typ ist auf Blut aus, Barbara. Schau dir das Chaos in den Star Labs an. Ich weiß, Jason. Wir kriegen ihn. Versprochen. Auf jeden Fall ist Batgirl leider nicht so gut im direkten Kampf, wie man sich denken könnte. Und ich will aber jeden Charakter des Spiels einmal spielen. Nicht wahr, Robin? Was, Bruder? Weil Robin habe ich noch nicht einmal angefangen zu spielen. Der wartet noch. Der ist noch auf der Wechselbank. Eben um sie für den Kampf jetzt vorzubereiten, würde ich erst als erstes hier ein paar bessere Tonfas auswählen. Diese unglaublich coolen Dinger mit dem coolen Namen. Warte, wir können auch bessere Batarangs auswählen. Ja. Und beim Anzug gibt es, glaube ich, nichts Neues. Die Sachen werden automatisch ausgewählt. Ja, gut. Mit den Mods, da muss ich mich noch ein bisschen umschauen, wie das funktioniert. Da muss ich mich noch ein bisschen reinlesen. Und dann würde ich sagen... gehen wir rein in die Masse. So. Hier ist schon ein bewaffneter Raubüberfall von den Regulators. Das ist nicht so weit, deshalb würde ich sagen, gehen wir zu Fuß weiter. Das ist ja auch mal ein bisschen Beintraining hier. Okay, so eine Art von Mission hatten wir, glaube ich, noch gar nicht. Haben wir irgendwie so ein Zeitlimit, das wir einhalten sollen? Oder sollen wir einfach nur irgendwie das erledigen? Ah. Okay, so. Gehen wir, wir müssen jetzt runtergehen. So. Also, wir müssen erstmal alle Gegner besiegen. Das Geld befreien und... wir müssen nicht unentdeckt bleiben, oder? Ja.
Das sind ein bisschen mehr Menschen als anfangs gedacht. Headshot. So, ich würde erstmal die anderen ausschalten. Oh, ist ausgewichen. Genau. Du hast hier nichts zu suchen. Ah. Okay, gut. Nein, ah. Bam. Boah, was war das für ein Roundhouse-Kick. Verzieh mich lieber. Das ist eine gute Idee. Ich muss langsam anfangen, mich im Kampf zu heilen, weil meistens geben die Bosse ja wieder so ein Medikit mit. Und an alle, hier liegt ein bewusstloser Mann am Boot. Okay. Ah, jetzt. Jetzt sollen wir zum Glockenturm zurückkehren. Missionsziele. Wir kehren den nächsten Zug von Mr. Freeze. Wir kehren den nächsten Zug von Mr. Freeze. Kehre zum Glockenturm zurück und bereite die nächsten Schritte vor. Okay. Dann machen wir mal eine Schnellreise dorthin. Ja, okay, viel erreicht haben wir in dieser Nacht jetzt nicht. Vielleicht ändert sich das ja noch. Batgirl hätte ja auch ein bisschen Geld von der Bank ja so mitnehmen können. Also ich habe keine Polizei gesehen, die uns geholfen hat oder so. Schurkenfallakte. Schaue im Reiter Fallakte irgendwas an, okay? Tipp immer das falsche. Den falschen Knopf. Ah. Hat Batman echt nach einem Heilmittel für Freeze gesucht? Ja. Er war überzeugt, dass man so am besten weitere Gewalt verhindern. Vielleicht doch weg sein. Freeze ist ein brillanter Wissenschaftler und Batman hat immer versucht, die Bösen zu retten. Hat er mal was gefunden? Leider. Ah, okay. Jetzt können wir die Fallakte untersuchen. Was ist jetzt passiert? Okay. Okay, jetzt sollen wir in Quartz Labs einbrechen. Das klingt sehr nach... So. Wie so mit Leuten umgeht, die Pest? Bezahlen, hoffe ich. Okay. Ich glaube, wir müssen die gar nicht geräuschlos ausschalten, aber ich glaube. Wow.
Okay, jetzt geht's los. Jetzt geht's ab. Boom. Bro, dieser fette Typ, der macht einfach bei den Regulators immer alles. Nein. Kann ich hier hochklettern? Boom. Ja, was machst du jetzt? Ey, ich kann nicht vom Wagen springen. Wo verstecken die sich? Komm. Bei sowas merkt man aber auch wieder, dass Batgirl einfach keine Kraft im Bizeps hat. Im Vergleich zu Jason und Nightwing. Drin sind sicher noch mehr Regulators. Dessen Name mir immer noch nicht eingefallen ist. Finden wir mal raus, was sie wollen. Was wollen sie? In Quartz Labs. Ich glaube, die wollen ein bisschen Quartz stehlen. Von Quartz Labs. Sonst kann ich mir nicht erklären. Finde den Weg ins Labor, okay. Ich halte mich lieber bedeckt. Das war aber schwer zu finden. Was wartet eigentlich dort bei der anderen Tür auf uns? Ein Labor. Was Freeze wohl vorhat? Freeze hat seine Maschine also hier gebaut? Cool, nicht wahr? Und wir können uns nehmen, was wir wollen? Yep. Das ist wie als Kind im Transistorladen. Okay, wir müssen geräuschlose Ausschalter ausführen. Hier geht's nicht mehr weiter. Dort trennt sich noch mal jemand von der Gruppe. Das war's. Okay, jetzt können wir einfach irgendeine random Person ausschalten. Nein! Nein, ey, komm schon. Ey, ich hab... Ey, wirklich, das ist so nervig, dass ich diese Bonusmission nicht machen konnte. Ey, wirklich, ich war sogar... Das war sogar diese Dudettin mit diesem krassen Roboter, den ich hätte ausschalten können. Der Knopf, für alle, die nicht gecheckt haben, was gerade passiert, der Knopf für den... fürs leise Ausschalten und fürs die Fernkampfattacke ist genau derselbe. Und je nachdem, ob man... Und je nachdem, wie weit man vom Gegner entfernt ist, kommt halt die eine oder die andere Attacke. Und das Nervige ist halt,
Ich war doch gar nicht entdeckt. Das ist jetzt ärgerlich. Das ist sehr ärgerlich. Weil jetzt kann ich kein geräuschloses Ausschalten mehr aus. Ja, ihr werdet hier wirklich vollkommen vernichtet. Ja, so. Warte, okay. Der letzte Ausschalter muss krass sein. Weil sonst... Ey! Ach! Ich höre ein Klopfen. Lebt da drin noch jemand? Wo kommt das Klopfen? Jemand hat sich viel Mühe gegeben, diese Tür zu verstärken. Was auch immer dahinter aufbewahrt wird, muss die Mühe wert gewesen sein. Welche Tür? Okay, finden Sie den Weg zur Tür. Ein Wissenschaftler wurde wohl ermordet. Warum wollte er nur an diese Konsole? Was, wo ist der ermordete Wissenschaftler? Dort. Ja, wahrscheinlich kann man von dort die Tür öffnen, oder? Jetzt. Ah, ich muss das scannen. Tresor öffnen. Öffnet den Tresor. Das wird lange dauern. Wow, können die sich gegenseitig angreifen? Einen habe ich ausgeschaltet. Was habe ich gerade gemacht? Was auch immer in dem Labor war, muss echt wichtig gewesen sein. Noch ein Alles Wissenschaftler tot. Klar. Was soll das werden, Freeze? Der Typ sieht nicht sehr gesund aus. Genau. So, jetzt muss ich das AR-Gerät wieder benutzen. Für den Quarz-Wissenschaftler. Auf dem Ausweis des Toten steht Dr. Theodore Upshot, Leiter der Kryogenforschung. Okay. Jetzt müssen wir nach Hinweisen suchen. Oh. Und da sehe ich schon was. Ein Plan. Zerstörter Plan für eine Maschine, die von Mr. Freeze und den Wissenschaftlern der Quartz Labs gebaut wurde. Es fehlen zu viele Teile, um sie zu analysieren. Okay. Ich sollte Abschotts Leiche scannen. Vielleicht erfahre ich, was hier passiert ist. Oh, was kann man noch scannen? Ah. Sie
Gehegter hat trotz aller Gefahren getan, was er getan hat. Ich habe ihn nur unterstützt, aber meine Unterstützung war absolut. So sieht Schuld aus. Die von uns gebaute Maschine ist unsicher. Ungetestet. Natürlich habe ich auf eine Sicherung bestanden. Einen Unterbrecher, falls Victor damit Gott spielen will. Der Unterbrecher hat Victor rasend gemacht. Er fragte, ob ich den Glauben verloren hätte. Ich habe ihn versteckt, statt ihn zu zerstören. Weil ich ihn fast so sehr fürchte, wie das geschaffene Potenzial. Wenn du das hörst, vergib mir. Bitte. Okay. Was gibt's da? Gibt's hier irgendwas? Die Leiche. Die kennen wir ja schon. Hier auf dem Schreibtisch ist auch nichts mehr. Das sieht doch verdächtig aus. Suche nach Hinweisen im Tresor. Oh! Wie konnte ich das übersehen? Das Notizblock. Dr. Abschott hat in seinem Büro eine Art Sicherung versteckt. Könnte interessant sein. Ich wollte es zwar gerade auch vorlesen, aber man braucht meine Vorlesekünste. Suchen wir sein Büro. Scheinbar nicht mehr. Ist es nicht hier drüben oder? Ja, doch, dort drüben. Hier. Wetten, die Sicherung ist hier noch irgendwo. Ist ja ein Geheimversteck. Ein verstecktes Bodenfach? Glockenturm. Die Wissenschaftler, die Frees Maschine gebaut haben, haben wohl auch einen Unterbrecher gebaut. Mit seiner Hilfe können wir ihn vielleicht ausschalten. Ich bringe ihn mit. Gute Arbeit. Wir warten dann im Glockenturm. Und jetzt machen wir uns auf den Weg zum Glockenturm. Fortfahren. Schön, Sie zu sehen. Die Mordkommission ermittelt nach der Ermordung zweier Wissenschaftler bei einem Raubüberfall auf die Quartz Labs. Bei dem nächtlichen Überfall auf die Kryogenik-Sparte der Einrichtung kamen zwei Kurzforscher ums Leben, die Familie und Freunde als Dr. Theodore Abschott und Helen Lee identifizierten. Wo ist denn hier Alfred? Alfred! Die beiden wurden vor kurzem von der Gotham Science Society für ihre bahnbrechende Kryoforschung geehrt. Außerdem wurde Millionen Schäden experimentelle Technologie gestohlen. Ah. Nein, das ist nicht Alfred. Überfall auf Starlabs, der mit dem kriminellen Wissenschaftler Dr. Victor Fries und dem Kartell der Regulators zusammenhängt. Nightwing? Dies ist GCN. Was machst du hier? Hast du hier eine Katze reingeschmuggelt? Okay, wir müssen mit Alfred reden. Und was Alfred zu sagen hat, was sein Problem ist, was wir jetzt über Mr. Fries wissen und wie wir ihn aufhalten können, das erfahrt ihr alles in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich über ein Like und eine Bewertung freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!